Hallo, ich bin Joe Lohmann von den Makers for Humanity und unsere Organisation baut seit über 20 Jahren schwimmende Inseln aus Recyclingmaterial, denn die Nachfrage nach Schwimminseln steigt proportional zu den Meeresspiegeln und wir haben ein paar interessante Bausysteme entwickelt aus Recyclingmaterial, die Open Source auch weltweit verbreitet werden, um den Menschen in Krisengebieten, in Überschwemmungsgebieten eine Möglichkeit zu bieten, selber auf die steigenden Meeresspiegel und Überflutungen reagieren zu können und ihre Ernte zu sichern oder auch Gemüse anzubauen. Energieplattformen sind verschiedene Dinge. Und das machen wir jetzt in Hannover von 2021 bis 2025 im Rahmen des Kulturhauptstadtprojektes Reclaiming Mittelland. So, der nun kommende Kurzfilm ist allerdings aus früheren Projekten von uns, einmal in Viropolis, Sachsen-Anhalt, wo wir zum Melt- und Splash-Festival schwimmende Inseln gebaut haben, sowie in Varanasi in Indien, wo wir auf dem Ganges einen Impact-Kiosk entwickelt haben. Und ich freue mich total, dass dieser Kinofilm von Valentin Thurn jetzt im September auch in die Kinos kommt. Und wir haben aber dieses Vorabmaterial mit der Produktionsfirma gemeinsam ausgesucht und zusammengeschnitten, sodass ich euch jetzt hier schon eben einen kleinen Vorab-Eindruck verschaffen kann. Also, Träumen weiter heißt der Film. Hier kommen ein paar Ausschnitte von Open Island. Und schrauben wir es dran oder markieren wir nur und schrauben es vor Ort dran? Ich würde es erstmal dran schrauben, dass wir es hier einmal aufbauen, ja. Und dann markieren wir es und dann nehmen wir es ab und bauen es da wieder auf. Also ich habe einen Traum für mich, ich habe einen Traum für die Menschheit vielleicht. So, ich glaube an ein selbstbestimmtes Leben, frei von Angst. Und dass jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann. Ja, sehr schön. Dann sind wir immer spitzer oben und dann können die vielleicht genau da reinsitzen. Alle regen sich über die Probleme auf, die jetzt ein paar hunderttausend Leute erzeugen, die hier zu uns kommen. Dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn wir nicht ganz grob umsteuern, dann werden das Millionen sein, die einfach gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Und als Künstler habe ich die Freiheit, da einfach auch mal visionär ranzugehen und zu sagen, na gut, was wäre denn eine total verrückte Idee? Und eine total verrückte Idee wäre, dass man einfach künstliche Inseln baut, um diese Menschen aufzunehmen. Die Gelegenheit, dass wir auch an einem sehr symbolträchtigen Ort eine Insel bauen können. Eine geflutete Braunkohlegrube in Sachsen-Anhalt. Dort finden eben auch diese Festivals statt, das Melt, das Splash, zu denen dann jeweils an die 35.000 Menschen kommen. Inseln haben einerseits diese tatsächliche Rettungsinsel-Symbolik und auf der anderen Seite zwingt einen eine kleine Insel dazu, in Kreisläufen zu denken und kleine geschlossene Systeme zu leben. Und das ist eine schöne Analogie für die Gesellschaft als Ganzes.
Wir müssen auch auf unserem kleinen Planeten gucken, wie wir in einem geschlossenen System mit unseren Ressourcen haushalten. Und mit jeder Insel, die wir bauen, verbreitet sich diese Botschaft. Wird man sagen, damit hat man tatsächlich jemand angefangen. Denn das wird sie dann überall geben. Denn mit dem Klimawandel, mit den steigenden Meeresspiegeln, ist das nur eine Frage der Zeit. Indien ist einfach so eine ganz andere Welt. Und ich wollte seit dem ersten Mal, dass ich in Varanasi war, unbedingt dort auf dem Ganges einmal ein Projekt machen. Anderen gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und eine Vision, das ist ein fantastisches Erlebnis, was ich vielen Menschen wünsche. Also wenn ihr mitmachen wollt, die schwimmende Insel Zukunft in Hannover zu bauen, dann schaut gerne mal hier auf die Website www.open-island.org. Da stehen alle Informationen, wann wir unsere Maker-Camps haben, wann die Veranstaltungen sind, die wir dann auf der Leine und auf der E-Mail durchführen und wie man sonst so mitmachen kann in unserer kleinen wachsenden Insel-Community in Hannover. Also, bis bald hoffentlich. Tschüss!